Bauarbeiter! Können wir das schaffen? Hallo alle zusammen. Willkommen in Wendys Büro. Hier kommen alle Arbeiten rein. Einige per Fax und einige per E-Mail auf dem Computer. Seht euch um und schaut, was ihr finden könnt. Ihr könntet zuerst versuchen, das Telefon zu beantworten oder die Anschlagtafel zu überprüfen. Die Gegenstände im Büro sind dazu da, dir die verschiedenen Aufgaben auszusuchen. Wähl eine Aufgabe mit Hilfe der Richtungstasten aus und dann drücke die Leertaste. So kannst du dir die verschiedenen Aufgaben ansehen. Geh zum Spiel zurück. Rumpels großes Rennen. Hilfe. Wähl immer erst eine Schwierigkeitsstufe aus, bevor du dich zum Start eines Spiels entscheidest. Benutz die Maus, um die Schwierigkeitsstufe zu ändern. Ein Helm ist die leichte Stufe, zwei Helme sind die mittelschwere Stufe und drei Helme sind die schwere Stufe. Mittelschwer. Schwer. Leicht. Wahi! Jetzt komme ich! Du wirst Mixi auf der Rennstrecke ein Rennen gegen Rumpel fahren lassen. Das Rennen geht über drei Runden. Nimm die Richtungstasten, um die Hindernisse zu umfahren, und die Leertaste, um auf den geraden Strecken zu beschleunigen. Versuch, Rumpel auf den geraden Strecken zu überholen. Starte, wenn ich los sage. Auf die Plätze. Fertig? Los! Rumpel liegt in Führung! Mixi hat Probleme. Es ist sehr knapp. Geh zur Seite, langsame Kutsche. Pass auf, Mixi. Zweite Runde. Schneller, Mixi. Sie liegen Kopf an Kopf. Mixi liegt in Führung. Sei vorsichtig, Mixi. Es ist sehr knapp. Letzte Runde. Aus dem Weg, Rumpel! Pass auf, Mixi. Rumpel liegt in Führung. Schneller, Mixi! Sie liegen Kopf an Kopf. Mixi hat Rumpel überholt. Ja! Oh nein! Gut gemacht, Mixi. Mixi ist die Gewinnerin. Gut gemacht, Mixi. Wollen wir es nochmal versuchen? Ja, nein. Wahi! Jetzt komme ich! Du wirst Buggy auf der Rennstrecke ein Rennen gegen Rumpel fahren lassen. Das Rennen geht über drei Runden. Nimm die Richtungstasten, um die Hindernisse zu umfahren, und die Leertaste, um auf den geraden Strecken zu beschleunigen. Versuch, Rumpel auf den geraden Strecken zu überholen. Starte, wenn ich los sage. Auf die Plätze. Los! Es ist sehr knapp. Sie liegen Kopf an Kopf.
Buggy fällt zurück. Buggy liegt in Führung. Pass auf, Buggy. Zweite Runde. Sei vorsichtig, Buggy. Letzte Runde. Pass auf, Buggy. Ja! Oh nein! Gut gemacht, Buggy. Buggy ist der Gewinner! Gut gemacht, Buggy! Wollen wir es nochmal versuchen? Zurück. Bob baut eine Heizung. Hilfe! Wähl immer erst eine Schwierigkeitsstufe aus, bevor du dich zum Start eines Spiels entscheidest. Benutz die Maus, um die Schwierigkeitsstufe zu ändern. Ein Helm ist die leichte Stufe, zwei Helme sind die mittelschwere Stufe und drei Helme sind die schwere Stufe. Oh nein! Oh, ich rufe besser Bob an und bitte ihn vorbeizukommen, um die Heizung zu reparieren. Setz das Teil, das ich Bob gebe, auf die passenden Umrisse an der Wand. Lass Bob mit Hilfe der Richtungstasten auf die Umrisse zugehen und drück dann die Leertaste. Hier, bitte, Bob. Danke, Wendy. Vielen Dank, Wendy. Die Rohre passen hier nicht hin. Ich muss einen anderen Platz dafür finden. Ups, das passt hier nicht hin. Ich glaube, ich sollte das woanders probieren. Das passt hier nicht hin. Riesig.
jetzt hole ich mir das nächste Teil von Wendy. Danke, Wendy. Hier, bitte, Bob. Vielen Dank, Wendy. Die Rohre passen hier nicht hin. Ich muss einen anderen Platz dafür finden. Riesig. Alles fertig. Wollen wir es nochmal versuchen? Bob kann undichte Stellen reparieren, wenn du ihn mit Hilfe der Richtungstasten davor aufstellst und dann die Leertaste drückst. Wenn du laufendes Wasser hörst, bewegt Bob durch das Haus, bis du die undichte Stelle gefunden hast. Das Wasser hört auf zu laufen. Da sind immer noch undichte Stellen, Bob. Das ist repariert. Ich höre immer noch Wasser laufen, Bob. Alles ist fertig. Zeit, nach Hause zu gehen. Komm mit, Wendy. Oh, jetzt ist es besser. Vielen Dank, Bob. Ach, das war wunderbar, Bob. Frau Töpfer ist wirklich glücklich. Danke, Wendy. Wollen wir es nochmal versuchen? Zurück. Können wir das bauen? Hilfe. Wenn Heppus Abrissbirne über einer Säule ist, drückt die Leertaste, um die Abrissbirne zum Schwingen zu bringen. Etwas weiter rüber, das war dicht dran. Riesig, gut gemacht. Schön gemacht. Schlag jetzt die nächste Säule nieder, Heppo. Gute Arbeit, Heppo. Schön gemacht. Wir holen besser Buttel, damit wir die neue Brücke bauen können. Wollen wir es nochmal versuchen? Nein? Schwer. Mittelschwer. Riesig. Gut gemacht. Etwas weiter rüber. Das war dicht dran. Schön gemacht. Gute Arbeit, Heppo. Schön gemacht. Riesig. Gut gemacht. Gute Arbeit, Heppo. Verpasst ihr noch einen Schlag. Schön gemacht. Gute Arbeit, Heppo. Riesig. Gut gemacht. Schön gemacht. Schlag jetzt die nächste Säule nieder, Heppo. Riesig. Gut gemacht. Gute Arbeit, Heppo. Wir holen besser Buttel, damit wir die neue Brücke bauen können. Wollen wir es nochmal versuchen? Leicht. Mit Hilfe der Richtungstasten und der Leertaste kannst du einen Teil der neuen Brücke hochnehmen. Dann lass es an der richtigen Stelle runter. Die Farbe muss zu der Farbe der Steine darunter passen. Setz jedes Teil erst an den richtigen Ort, bevor du ein weiteres hochnimmst. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ja, ich denke schon.
Riesig, Buddel. Lass uns die Arbeit zu Ende machen. Riesig. Kannst du dir jetzt das nächste Teil holen, Buddel? Okay, Bob. Hurra! Erledigt. Lass uns zum nächsten übergehen. Ja, gute Arbeit, Buddel. Das können wir zusammenbauen. Bob? Ja, Herr Bob? Oh, mir gefällt das nicht. Es ist zu hoch. Keine Sorge, Herr Bob. Die Brücke ist jetzt sicher. Wollen wir es nochmal versuchen? Mit Hilfe der Maus kannst du den Napf auf dem Bildschirm hin und her bewegen, bis Kuschels Schnurren lauter wird. Das bedeutet, dass du dichter an seinem Versteck dran bist. Ich muss Kuschel finden. Ich bin sicher, er ist hier irgendwo. Kuschel! Wo könnte er nur sein? Wo ist denn nur dieser Kater? Das Essen ist da, Kuschel. Komm und hol es dir. Wollen wir es nochmal versuchen? Zurück. Die Igelrettung. Oh, Bob, ich glaube, die Igel haben Angst davor, die Straße zu überqueren. Ja, Herr Po, es ist gefährlich. Ich weiß was. Lasst uns einen Tunnel für sie bauen. Beweg Heppos Haken mit Hilfe der Richtungstasten über ein Rohrteil und nimm es mit Hilfe der Leertaste hoch. Beweg das Rohr bis über das Loch, in das es deiner Meinung nach reinpassen würde. Dann drück die Leertaste, um es fallen zu lassen. Du hast es fast geschafft. Lass uns die Arbeit zu Ende machen. So ist es richtig gut. Riesig! Gut gemacht! Perfekt! Ja, es ist toll! Die Igel sind jetzt in Sicherheit. Wollen wir es nochmal versuchen? Um den Igeln den Weg zu zeigen, stellst du Wendy am besten hinter sie und lässt eine große Lücke. Lass Wendy auf sie zugehen, bis sie sich in Bewegung setzen. Mit den Richtungstasten kannst du die Igel bewegen und so ihre Richtung ändern. Nun kommt schon, Igel. Ich sollte besser die anderen Igel zusammentreiben. Nun lauft schon. So ist es recht. Nun kommt schon, Igel. Jetzt hole ich die anderen. So ist es recht. Nun lauft schon. Na also, gesund und munter. Hurra! Hurra! Gut gemacht, alle zusammen. Bob wird stolz auf uns sein. Wollen wir es nochmal versuchen? Zurück. Mit Hilfe der Maus kannst du den Napf auf dem Bildschirm hin und her bewegen, bis Kuschels Schnurren lauter wird. Das bedeutet, dass du dichter an seinem Versteck dran bist. Ich muss Kuschel finden. Ich bin sicher, er ist hier irgendwo. Wo könnte
könnte er nur sein? Wo ist denn nur dieser Kater? Kuschel! Wo könnte er nur sein? Das Essen ist da, Kuschel. Komm und hol es dir. Wollen wir es nochmal versuchen? Zurück. Knolle und die Krähen. Beweg Knolle mit Hilfe der Richtungstasten. Wenn eine Krähe durch Knolles Gerenne nicht verscheucht wurde, lass ihn mit Hilfe der Leertaste die Krähen verscheuchen. Folge den Krähen bis ans Ende des Feldes, um sie am Zurückkommen zu hindern. Husch, husch! Auf Wiedersehen, Krähen! Knolle ist zur Stelle! Oh, sieh mal an, ein schöner, leckerer Apfel. Wollen wir es nochmal versuchen? Zurück. Mit Hilfe der Maus kannst du den Napf auf dem Bildschirm hin und her bewegen, bis Kuschels Schnurren lauter wird. Das bedeutet, dass du dichter an seinem Versteck dran bist. Ich muss Kuschel finden. Ich bin sicher, er ist hier irgendwo. Wo könnte er nur sein? Wo ist denn nur dieser Kater? Kuschel! Das Essen ist da, Kuschel. Komm und hol es dir. Wollen wir es nochmal versuchen? Zurück. Ja! Wendys Geburtstag. Wir werden eine Geburtstagsfeier nur für dich machen, Wendy. Oh, Bob, vielen Dank. Mit Hilfe der Maus kannst du dir eine Dekoration aussuchen und sie dann auf die Torte setzen. Erst wenn du das Stück darauf gesetzt hast, klicke das nächste an. Wenn du die Maustaste gedrückt hältst, kannst du Glasur mit einem langen Strahl auf den Kuchen verteilen. Beende das Spiel, indem du den Erledigt-Knopf anklickst. Ich möchte, dass Wendy die Torte schön findet. Ich kann Dekoration und Zuckerguss, wo immer es mir gefällt, auf den Kuchen setzen. Das ist für den Anfang gut. Gut. Was jetzt? Gut. Was jetzt? Gut. Was jetzt?
Das sieht gut aus. Mir gefällt das da gut. Das sieht gut aus. Gut. Was jetzt? Das sieht gut aus. Fertig. Wendy, ich habe eine Überraschung für dich. Der ist aber schön, Bob. Vielen Dank. Wollen wir es nochmal versuchen? Klick mit der Maus auf ein Symbol und Bob und ich werden den Tanzschritt vorführen. Du kannst dir deinen letzten Tanz nochmal ansehen, indem du auf Wiederholen klickst. Bob, möchtest du tanzen? Ich würde zu gerne, Wendy. Können wir das tanzen? Yo, wir schaffen das! Yeeha! Großartige Tanzpartnerin! Oh, vielen Dank, Bob. Du bist auch nicht so schlecht. Videoaufzeichnung. Beende das Spiel. Gute Nacht also, Bob. Danke für einen wunderschönen Tag. Gute Nacht, Wendy. Mir hat der Tag auch gut gefallen. Mit Hilfe der Maus kannst du den Napf auf dem Bildschirm hin und her bewegen, bis Kuschels Schnurren lauter wird. Das bedeutet, dass du dichter an seinem Versteck dran bist. Ich muss Kuschel finden. Ich bin sicher, er ist hier irgendwo. Kuschel, komm und hol es dir. Miau. Wollen wir es nochmal versuchen? Hilfe, zurück. Ja! Blasenrasen. Blasen? Oh nein! Lass Rollo über die nächstliegende Blase rollen, indem du die Richtungstasten nimmst. Sobald du eine Blase platzen hörst, geht es weiter mit der nächsten Blase. Hab ich dich platt gemacht? Hehe! Ich hab dich zum Platzen gebracht! Ja! Ausgezeichnet! Du hast sie zerplatzen lassen, Rollo! Ich habe sie wirklich platt gemacht. Wollen wir es nochmal versuchen? Mit
Mit Hilfe der Maus kannst du den Napf auf dem Bildschirm hin und her bewegen, bis Kuschels Schnurren lauter wird. Ich muss Kuschel finden. Ich bin sicher, er ist hier irgendwo. Das Essen ist da, Kuschel. Komm und hol es dir. Wollen wir es nochmal versuchen? Hilfe, zurück. Aufhören? Bist du dir sicher? Ja. Das ist für heute alles. Wiedersehen. Thank you.